Hallo liebe Fußballfreunde, in diesem Video möchte ich mit euch über die Strafraumbesetzung in der Offensive sprechen. Es gibt im Grunde genommen vier gefährliche Räume, die man immer besetzen sollte. Und die möchte ich jetzt mit euch durchgehen. Erstens einmal ist es der Bereich bei der ersten Stange, das bedeutet hier vorne. Welche Punkte sind da zu beachten? Erstens einmal ist es immer ganz wichtig, dass wir im Vollsprint die erste Stange attackieren, dass wir ständig versuchen, vor dem Verteidiger hier in diesen Bereich zu kommen, dass wenn die Bälle flach, scharf hier reingespielt werden, dass ich noch immer vor dem Verteidiger zum Ball komme, dass ich dann vielleicht zum Torabschluss komme. Das heißt, der Bereich erste Stange. Der zweite Bereich ist hier hinten bei der zweiten Stange. Da ist es wichtig, oder das ist oftmals so, dass wenn zum Beispiel dieser Chipball hinter die Verteidiger kommt, dass es dann sehr gefährlich werden kann, weil die Verteidiger natürlich oftmals zum Tor laufen und mit dem Blick zum Ball sind. Das heißt, sie schauen immer zum Ball hier draußen, und wenn wir dann den Ball über die Abwehr bringen, dann kann es da gefährlich werden. Warum? Weil vielleicht, wenn unser ballferner Außenspieler hier mit Tempo reinläuft und wenn der Ball dann hier rüber gespielt wird, hat er natürlich immer einen Vorteil, weil er natürlich auch mit Tempo herläuft und er ist in der Vorwärtsbewegung, und wenn vielleicht der Verteidiger hier ist und der Ball kommt hinter ihm, dann ist er in der Rückwärtsbewegung und dann haben wir immer wieder einen Vorteil, auch wenn er dann vielleicht auf den Kopfball springen muss. Das heißt, Bereich erste Stange, Bereich zweite Stange, der dritte gefährliche Bereich ist hier beim Elfmeterpunkt. Da ist es wichtig zu beachten, dass hier die Bälle oftmals zurückgespielt werden können oder aber nicht nur von der Grundlinie, sondern vielleicht auch hier von weiter draußen, dass man sie hierher bringt. Warum ist dieser Bereich so gefährlich? Weil ganz einfach die Verteidiger immer in Richtung zum Tor laufen und wir gegen die Laufrichtung von den Verteidigern, dass wir hier zurückspielen, und wenn wir dann ein gutes Timing haben und uns hier richtig positionieren, dann können wir zum Abschluss kommen. Und der vierte Bereich, der sehr gefährlich ist, das ist hier der Bereich beim 16er, hier bei der Strafraumgrenze. Da ist es wichtig zu verstehen, dass natürlich ist es möglich, dass wir auch immer hier zurückspielen, das ist immer eine Möglichkeit, oder vielleicht auch von weiter draußen, aber dieser Bereich ist auch wichtig für die zweiten Bälle. Das heißt, wenn der Ball hier reingespielt wird und der Ball wird abgewehrt, dann haben wir hier noch immer eine gute Positionierung, um für die zweiten Bälle da zu sein. Ich nenne das immer die zweite Welle. Das heißt, wenn der Ball abgeblockt wird, dass wir dann hier eine gute Positionierung haben, um zum Abschluss zu kommen. Das heißt, wenn wir das jetzt aufzeichnen, haben wir hier den Bereich erste Stange, dann haben wir den Bereich zweite Stange, dann den Bereich beim Elfmeterpunkt und dann natürlich auch noch hier beim 16er. Und wenn man sich die Statistik anschaut, wenn man sich die Statistik im Fußball anschaut, wo fallen denn die meisten Tore? Die meisten Tore fallen laut Statistik unmittelbar genau hier vor dem Tor, zwischen den zwei Stangen und bis zum Elfmeterpunkt. Genau in diesem Bereich fallen die meisten Tore und genau hier sind auch die gefährlichen Räume, die ich gerade erklärt habe. Deswegen, wenn wir diese Bereiche, diese Zonen ständig besetzen, erhöhen wir natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann hier zum Abschluss bzw. zum Torerfolg kommen. Meiner Meinung nach sind zwei Bälle am gefährlichsten bzw. am effektivsten. Erstens einmal ist es der Ball immer hier entlang der Torlinie, immer diese Bälle, die sind enorm schwer für die Verteidiger zu kontrollieren, aber auch für den gegnerischen Tormann. Warum? Weil sie einfach mit einer gewissen Schärfe hier vor die Verteidiger gespielt werden, und wenn wir immer den Bereich erste Stange attackieren, dann kann es sein, dass wir vor dem Verteidiger zum Ball kommen, und auch wenn wir nicht zum Ball kommen, ist es für die Verteidiger schwer, diese Bälle zu klären, weil sie sehr nahe beim eigenen Tor sind und weil sie zum Tor hinlaufen. Das heißt, es kann auch sein, dass sie ihn vielleicht nur abfälschen und es kann ein Eigentor passieren. Oder wenn ihn gar keiner berührt, ist es ja auch oftmals so, dass unser ballferner Außenspieler dann von der Seite hier reinläuft, wenn wir hier den Ball haben, und dann kann er hier von außen in diesem Bereich durchlaufen, und wenn ihn dann keiner berührt, dann ist es oft so, dass er ihn auf der zweiten Stange nur noch ins Tor reinschieben muss.
Und der zweite Ball, der für mich sehr gefährlich bzw. sehr effektiv ist, ist immer wieder dieser Ball zurück in den Elferbereich. Der ist enorm gefährlich, weil ganz einfach, wie ich schon vorher erwähnt habe, die Verteidiger immer zum Tor laufen. Das heißt, wir spielen genau gegen die Laufrichtung vom Verteidiger. Und wenn wir zum Beispiel, wie vorher erwähnt, der Ball für einen Außenspieler, wenn er hier reinläuft und dann seinen Lauf unterbricht und dann in diesen Bereich kommt, dann, wie gesagt, kann es sehr gefährlich werden, wenn dann der Ball daherkommt, dann können wir zum Torabschluss kommen. Für alles gilt und natürlich auch für diese Bälle gilt natürlich ganz allgemein, erstens einmal ganz, ganz wichtig, das Timing, dass ich auf das Timing achte, dass ich mich nicht zu früh löse, aber auch nicht zu spät, das heißt, immer genau auf den richtigen Zeitpunkt warten, um mich vielleicht vom Gegenspieler frei zu lösen, frei zu laufen und dann die Räume zu besetzen. Der zweite allgemeine Punkt, da ist es wichtig, dass wir verstehen, dass im Strafraum, dass wir auch mit Körper finden, mit Lauf finden, arbeiten müssen. Dass wir es dem Verteidiger so schwer wie möglich machen, dass er uns kontrolliert bzw. deckt. Weil wenn ich nur gerade laufe, dann bin ich einfach zu kontrollieren, als wie wenn ich vielleicht im Zickzack laufe, vielleicht kurze Täuschungen mache und dann ist es für den Verteidiger, wie gesagt, sehr schwer. Ich kann ja auch mit meinen Mitspielern immer wieder kreuzen, ich kann gegenseitig Räume öffnen und so den Verteidiger in Unordnung bringen. Und der dritte allgemeine Punkt, da geht es immer wieder um die Positionierung des Stürmers, dass er sich immer wieder, wenn es möglich ist, sich im Rücken des Verteidigers positioniert. Warum ist das so wichtig? Weil ganz einfach, wenn ich mich immer im Rücken vom Verteidiger positioniere, dann ist es sehr schwer für ihn, mich zu kontrollieren, weil er natürlich ständig auf den Ball schauen muss und wenn ich in seinem Rücken bin, dann kann es sein, dass ich mir diesen Vorteil verschaffe von diesen 1-2 Millisekunden, weil er natürlich ständig auf den Ball schauen muss und mich dann, wie gesagt, schwer zu kontrollieren ist. Und wenn ich dann mich entscheiden sollte, vielleicht hier herzulaufen, dann habe ich mir diesen Vorteil verschafft, weil er, wie gesagt, immer auf den Ball schaut und mich vielleicht aus den Augen verliert. Das heißt, diese drei Punkte sind ganz allgemein wichtig. Erstens einmal immer auf das Timing achten. Zweitens, dass ich mit Körperfinden arbeite, dass ich mit Lauffinden arbeite, dass ich schwer zu kontrollieren bin und drittens immer auf die Positionierung achten, wenn es möglich ist, dass ich immer aus dem Rücken des Verteidigers mich freilaufe. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!